Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehnt und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren. Wahrscheinlich mehr als 100.000 DDR-Bürger haben bis zur Stunde die offene Grenze zu einem Besuch in West-Berlin und im Bundesgebiet genutzt. Vor allem in Berlin spielen sich bewegende Szenen ab. Dort wechselten seit der vergangenen Nacht zehntausende Menschen in beiden Richtungen über die Grenze. Manchmal entfielen die Kontrollen ganz. Die DDR hat inzwischen damit begonnen, Grenzbefestigungen zu beseitigen, um neue Übergänge in der Stadt einzurichten. Nach Angaben von DDR-Innenminister Dickel werden auch neue Grenzübergänge zur Bundesrepublik in Erwägung gezogen. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach West-Berlin. Das Vorzeigen des Personalausweises genügt bisher. Mit Jubel und Freudentränen werden sie empfangen. Mindestens 1.000 DDR-Bürger wollen für immer im Westen bleiben. Die Aufnahmelager sind überfüllt. Gewaltiger ist jedoch die Menge der Kurzbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Lange Schlangen bilden sich an den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. 100 Mark erhält jeder Besucher. Gleich nebenan wird das Geld auch wieder ausgegeben. Viele Kaufhäuser und Restaurants offerieren Sonderangebote und akzeptieren auch Ostmark, normalerweise zum Kurs von 1 zu 10. Belagert werden aber auch die Wechselstuben. Weil so viele DDR-Bürger Ostmark in Westgeld getauscht hatten, rutschte der Wechselkurs zeitweise von 1 zu 12 auf 1 zu 9 ab. Am Nachmittag wurden allerdings auch große Mengen Ostmark, wahrscheinlich von Spekulanten, gekauft, sodass der Kurs wieder anstieg. Währenddessen feiern die Berliner das wohl freudigste und spontanste Fest ihrer Geschichte. Zehntausende versammeln sich vor und auf der Mauer am Brandenburger Tor. Immer noch fassungslos und oft mit Tränen in den Augen. Schon gestern Nacht knallten am Brandenburger Tor und an allen anderen Grenzübergängen die Sektkorken. Es spielten sich bewegende Szenen ab, nachdem sich die neue Regelung in beiden Teilen Berlins herumgesprochen hatte. Die ersten DDR-Bürger, die im Trabi oder zu Fuß über die Kontrollpunkte kamen, mussten noch ihren Personalausweis zeigen. Nach Mitternacht waren die Grenzkontrolleure dem Ansturm nicht mehr gewachsen. Sie verloren völlig die Übersicht. Westberliner gingen sodann ungehindert nach Ostberlin und unzählige Ostberliner kamen nach Westberlin, meist nur für eine kleine Stadtrundfahrt. Der Verkehr in der Innenstadt brach auf diese Weise zusammen. Der Kurfürstendamm wurde eine einzige Partyfläche. Bis in die Morgenstunden waren 100.000 auf den Beinen und feierten. So hatte die Regierung sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Selbst das Brandenburger Tor, Symbol der deutsch-deutschen Wirklichkeit und empfindlichster Punkt der Grenze, war um Mitternacht vor dem Massenansturm auf die Grenzübergänge nicht sicher. Die Emotionen schlugen hoch. Das ist im Prinzip ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Das konnte ich mir nie vorstellen, einmal durchs Brandenburger Tor zu gehen. Das war für mich eine Unmöglichkeit. Am Brandenburger Tor gibt es keinen Grenzübergang. Trotzdem durchbrachen die Ostberliner die Absperrungen der DDR-Grenztruppen, marschierten durchs Tor hin zur Mauer, kletterten von Ost nach West und gemeinsam mit den Westberlinern von West nach Ost. Die Grenztruppen wurden völlig überrascht, hielten sich zurück, provozierten nicht und ließen sich nicht provozieren. Bis heute früh um 3 die Menge den Anfragen der Grenzhüter Folge leistete und den Platz verließ. Die Mauer war an dieser Stelle allerdings auch heute den ganzen Tag von Demonstranten aus Ost- und West-Berlin besetzt. Überrascht worden war die Regierung offenbar insgesamt von dem spontanen Riesenandrang, der nach der Bekanntgabe der neuesten Reiseregelung gestern Abend begann und heute unvermittelt anhielt. Nach dieser Regelung ist ein Reisepass nötig mit einem Visum, das allerdings jeder, der es beantragt, sofort bekommen soll. Doch angesichts der Massen, die heute zu der Grenze drängten, reichte der Personalausweis ohne Visum. An vielen Kontrollstellen wurde überhaupt kein Papier mehr verlangt. Die Menschen liefen völlig unkontrolliert von Ost nach West und zurück.
Der Innenminister garantierte heute Nachmittag in eindringlichen Worten die neue Reisefreiheit auch für die Zukunft, versprach neue Grenzübergänge und beschwor die Bürger, Disziplin zu wahren und für eine geordnete Abwicklung des Reiseverkehrs selbst zu sorgen. Die offene Grenze und die Entwicklung in der DDR waren Thema der Kundgebung vor dem Berliner Rathaus Schöneberg. Führende Politiker sagten der Reformbewegung ihre Unterstützung zu. Bundeskanzler Kohl hatte für die Reise nach Berlin seinen Polenbesuch unterbrochen. Morgen wird er in Bonn eine Sondersitzung des Kabinetts leiten und voraussichtlich am Abend nach Warschau zurückkehren. Hier Redeausschnitte aus der Veranstaltung in Berlin, zunächst der regierende Bürgermeister Mompe. Unsere ganze Stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen. Das war der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Dieses Kapitel der Geschichte, das wird vom Volk der DDR selbst geschrieben. Wir beglückwünschen die Bürgerinnen und Bürger der DDR zu ihrer friedlichen und demokratischen Revolution. Gestern war nicht der Tag der Wiedervereinigung, sondern der Tag des Wiedersehens in unserer Stadt. Es ist sicher, dass nichts im anderen Teil Deutschlands wieder so werden wird, wie es war. Die Winde der Veränderung, die seit einiger Zeit über Europa ziehen, haben an Deutschland nicht vorbeiziehen können. Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung und dass die Teilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Wer wie wir, die wir gerade aus Warschau hergekommen sind, dort empfunden hat, was der Reformprozess in Ungarn und in Polen möglich gemacht hat, der weiß, dass es jetzt gilt, mit Bedachtsamkeit Schritt für Schritt den Weg in die gemeinsame Zukunft zu finden. Denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Es geht um die Freiheit für uns alle und vor allem für unsere Landsleute drüben in der DDR in allen Bereichen ihres Lebens. Geben Sie den Weg frei für die Willensbildung des Volkes, durch das Volk und für das Volk.